Vollzumacker Folge 7. Freunde, heute endlich mal wieder nach einer Woche Pause seid ihr mit am Start auf dem Acker. Und wir haben wieder neue Jungpflanzen hier. Einmal hier Chinakohl, finde ich geil. Da können wir die coolen Chinakohl-Burger aus Vegan for Fit machen. Und da drüben Zuckerhut. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber machen wir, Freunde. So, Freunde, wir waren jetzt auch schon eine Woche nicht hier und wir sind selbst erschreckt, was hier passiert ist, weil wir hatten eine Woche keine Zeit. Meine Mutter war kurz zum Gießen hier für uns, aber zieht euch mal rein, wie unser Mais aussieht. Übrigens, wir haben jetzt erfahren, hat ja jemand kommentiert unter unserem letzten Video, das hier, das ist normal, ne? Das sind wohl die, wie war das? Die männlichen. Die männlichen was? Die männlichen Blüten, ja? Keine Ahnung. Und hier ist der Mais, Freunde. Da kommt er. Der Mais. Ist das schön? Ja, wir haben schon überall Mais dranhängen. Und jetzt guck mal da hinten. Das ist unglaublich. Also erstmal ist hier alles geschossen wie Sau. The Kohl und the Virgin und so weiter. Und auch hier die Frühlingszwiebel. Unglaublich krass. Und hier Unkraut des Jupiters, Freunde. Wobei ich sagen muss, unser Grünkohl, den wir da angepflanzt haben vor 2 Wochen, ist auch schon mega krass. Was war das hier eigentlich nochmal? Sellerie. Ah, Sellerie, man sieht's. Freunde, Sellerie. Der war vor 2 Wochen noch gar nicht zu erkennen. Tut sich einiges. Ach, der Mangold sollte der langsam Mangold mal. Sieht auch schon recht reif aus. Jetzt guckt mal hier auf unsere Freifläche. Völlig zugewuchert, Freunde. Innerhalb von einer Woche. Abnormal. Da haben wir einiges zu tun. Da haben wir wirklich einiges zu tun. Und der Kürbis hat sich auch schon ausgebreitet, Freunde. Wir müssen mal gucken, dass sie jetzt nicht zu den Nachbarn rüber wächst. Crazy. Crazy, crazy. Oh, da drüben hängt auch schon der erste Kürbis dran. Kommt mal jetzt. Hier ist unser erster Kürbis, Freunde. Mal gucken, wie schnell der ausgewachsen ist, irgendwann. Und da folgt auch noch einiges. Ich finde es krass, wie der hier alles zugewuchert hat. Wir werden jetzt heute mal die Tomaten ein bisschen ausgeizen. Wie auch immer. Und ansonsten ist unser hauptsächliches Missionsziel, den Acker wieder mal vor Unkraut zu befreien, Freunde. Das muss ja wieder mal ordentlich aussehen hier. Unsere Aubergine hat leider noch kein Auberginchen dran. Ich hoffe, da kommt noch was. Freunde, bis jetzt nicht sichtbar. Wir hatten ja am Anfang mal eine dran, aber die haben wir in unserer Übereifer ja natürlich wieder abgerobbt. Aber hier ist unsere erste Gurke, Freunde. Sau gut. Daher ist noch eine. Das ist eine kleine und eine große Gurke. Wunderbar. Das wächst, Freunde. Und die obligatorische Paprika. Nicht anfassen. Kennt ihr ja schon. Ja, die hat ja auch einen kleinen Paprika-Bruder, aber der ist ja auch beim letzten Dreh draufgegangen. Leider hatten wir kein Stunt-Double für ihn, Freunde. So, der Salat hier, ich glaube, der Salat hat auch seinen Zenit erreicht. Den können wir auch bald hier rausreißen. Weil so wie der aussieht, sieht er nicht mehr so appetitlich aus. Ich glaube kaum, dass er noch schmeckt. Wir werden es später mal checken. Auf jeden Fall müssen wir heute unsere Bohnen ernten, weil die nehmen schon eine leicht hellere Farbe an. Ich glaube, es wird echt Zeit, die jetzt mal abzuernten. Und die Karotten müssen auch raus. Die sind schon wieder zugewuchert. Jo, Karotten, dann müssen wir hier unsere Zuckerschoten jetzt mal entfernen, wie wir schon beim letzten Mal gesagt haben. Aber wie gesagt, erstes Ziel ist jetzt erstmal von Unkraut befreien und den einen oder anderen Inhalt für unseren Kühlschrank ernten, Freunde. Das Unkraut ist hier schon beseitigt worden, im vorderen Teil. Der Wirsing ist schon so riesig, dass wir nicht wissen, ob er jetzt schon geerntet werden kann oder nicht. Wir lassen ihn jetzt einfach noch so lange dran, bis der Bauer was sagt. Und da wird schon schwer geschuftet, damit unsere Freifläche mal wieder von Unkraut befreit wird.
aber das kann man ja so nicht lassen. So, dann gehen wir mal hinter zu den Kartoffeln. Übrigens, hier ist der Pflücksalat. Das sollte man vielleicht abschneiden, weil das sind so ekelhafte Blüten und dann, die kann man sowieso nicht mitessen. Wie ihr seht, auf unserer Seite sind sie schon ab, da noch nicht. So, dann gehen wir mal hinter. Hier waren die Kartoffeln. Die sind jetzt abgeblüht. Von dem ganzen Unkraut mal abgesehen. Das bedeutet, wir könnten sie jetzt rein theoretisch ernten. Aber da sie sich nicht so lange halten wie die aus dem Laden, kann man sie auch noch im Boden lassen. Man kann sie rausnehmen, man kann keine Ahnung was machen. Wir lassen sie im Boden und holen uns immer nur ein paar, wenn wir welche wollen. Das ist auf jeden Fall am besten. Und dann guck mal, wie schön grün das hier alles ist. Die Sonne geht auch so langsam unter. Während hier die Freifläche langsam wieder frei wird und hier vorne alles langsam wieder gut aussieht, seht ihr das? Bringe ich mal das Unkraut weg, was wir bis jetzt da rausgezogen haben. Guck mal hier, ein Haufen Zeugs. Und mit dem Zeug muss ich jetzt bis ganz da vorne, da. Da muss ich hin. Also wünsche mir Glück, Freunde. Geschafft, ich bin angekommen. Hier kommt das ganze Unkraut hin, Freunde. Da hinten ist der Schuppen, in dem wir unsere Utensilien kriegen. Zum Beispiel auch hier den Wagen. Und ich habe euch noch gar nicht die ganze Ackeranlage gezeigt. Ich schwenke jetzt mal hier so drüber. Aber das habt ihr ja noch gar nicht gesehen, Freunde. Und da hinten, da ist unser Acker. Ja, Freunde, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Wie ihr seht, sieht das wieder wohnlich aus hier auf der Freifläche, ne? Und hier ist unser, wie heißt der? Der Salat. Mizuna-Salat. Der wächst wunderbar. Ich bin gespannt, wie der dann später mal schmecken wird. Ihr wisst, Mizuna haben wir genommen, weil wir wollten eigentlich Rucola haben. Aber wir haben nirgendwo samenfeste Rucola-Samen bekommen, deswegen haben wir Mizuma genommen. Und da hinten, er riecht auf jeden Fall schon gut. Und da hinten, unser Basilikum wächst auch, wächst und gedeiht. Natürlich noch das eine oder andere Unkraut dazwischen, aber die machen wir beim nächsten Mal weg. Weil wir haben heute echt hier genug geschafft mit dem Unkraut, würde ich sagen. Die junge Dame hier, die war Karotten pflücken und hat da 2-3 Karotten gepflückt, Freunde. Seht ihr das? Eine ganze Ikea-Tüte voll. Richtig krass. Karotten bis zum Abwinken. Guck mal meine Nägel an, als wäre ich ein Spargelstecher. Sag ich nichts Falsches. Keine rassistischen Sprüche auf YouTube. Ich werde nicht rassistische Sprüche machen. Auf YouTube. So, dann pflanzen wir jetzt noch da hinten. Ihr seht hier, es sieht alles wieder schick und schön aus. Da, wo vorher Unkraut war, ist jetzt ein feiner, sorgfältig überarbeiteter Acker. So soll das sein. Die Bohnen werden heute nicht mehr pflücken, wo wir eigentlich pflücken wollten. Und da hinten die Zuckerschoten werden wir heute auch nicht mehr rausreißen. Ihr seht, das Gerüst ist weg, aber es ist schon spät. Die Sonne geht unter. Ja, die ist schon untergegangen. Irgendwie, da hinten ist sie noch ein bisschen, ihr seht's. Und ja. So, zu guter Letzt pflanzen wir noch den Chinakohl ein. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Und den Zuckerhut. Die machen wir dahin, wo vorher der Fenchel war. So, hier wird jeder Platz benutzt, Freunde. Ich hoffe, ich habe da gerade nichts kaputt gemacht, weil ich habe hier so ein Blatt abgerissen. Aber mal schauen, was daraus wird. Und ich habe gehört, Zuckerhut soll ein Salat sein. Ja? Ich werde es mal googeln, aber wissen tue ich es nicht. So,
So, Freunde, ihr seht, alles wächst und gedeiht vor sich hin. Sieht auch wieder alles einigermaßen ordentlich aus. Da im hinteren Bereich müssen wir noch was machen, aber machen wir heute nicht mehr, weil wie gesagt, es ist schon spät. Wir hören jetzt auf, wir haben uns ein bisschen rar gemacht die letzte Woche. Das war die erste Woche, glaube ich, seit wir den YouTube-Kanal haben, wo wir nichts abgeloadet haben. Aber wir geloben Besserung, Freunde. Aber es ist schon spät, deswegen gehen wir jetzt heim und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Bang, Boom, Bang. Peace.